Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Babra News der Saison 21-22. Am Donnerstag, 25. November, begann der Bau des Olympia-Bobrens St. Moritz-Zellerina der Saison 2021-2022. Trotz der Schneefälle der letzten Tage wird die Bahn teilweise mit maschinell erzeugtem Schnee gebaut, da dieser kompakter und konsistenter ist. Dies vor allem zur Gewährleistung der Sicherheit für die vielen Benutzer mit den bevorstehenden großen Events und den beliebten Gästebobfahrten. Wenn die Wetterverhältnisse es erlauben, sollte eine Saisoneröffnung am Donnerstag, 23. Dezember 2021 um 10 Uhr im Startbereich der Bobbahn nichts im Wege stehen. Kommen auch Sie vorbei und stoßen Sie mit uns auf den Beginn der Saison 2021-22 an. Bitte bedenken Sie, dass aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation im gesamten Bereich der Bobbahn zum Schutz aller Beteiligten das Tragen einer Hygienemaske obligatorisch ist. Dies gilt für die gesamte Saison, also bis 6. März 2022. Vom Freitag, 22. Oktober bis Sonntag, 24. Oktober 2021 fanden zum vierten Mal die Bobrun Days im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern statt. Zusammen mit dem Engadin Skimarathon wurde für sportliche Unterhaltung gesorgt. Ja, das ist für uns eine gute und lässige Möglichkeit. Wir haben sonst so Auftritte in der Schweiz, machen wir weniger, aber so mit anderen Events, anderen Anbietern aus dem Engadin raus, glaube ich, ist das eine sehr gute Synergie, die man nutzen kann. Man ist im Gespräch drinnen und darum ist es für uns eine gute Geschichte, dass wir das zusammen können, da das Wochenende machen. Die Besucherinnen und Besucher hatten während der Bobtage unter anderem die Möglichkeit, die Bobbahnstoßbahn von Marcel Rona, einen Skeleton und einen Langlaufsimulator zu testen. Gregor Stähli wurde als neuer Geschäftsführer des Olympia-Bobrenns vorgestellt. Die Ausstellung ist sehr wichtig. Wir können uns hier präsentieren, den Olympia-Bobrenn St. Moritz-Zellerina, aber auch alle unsere Sportarten, Disziplinen, Verbände. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir unsere Geschichte hier ins Unterland bringen, weil hier in diesem Verkehrshaus Schweiz haben wir sehr viel internationales und nationales Publikum. Und sie kommen in Kontakt mit unseren Sportarten, sie kommen in Kontakt mit dem Eiskanal. Und das gibt doch dann die Garantie, dass vielleicht der eine oder andere mal ins Engadin kommt und sich das vor Ort dann anschaut. Das war's für heute. Wir freuen uns auf den 23. Dezember, wenn es wieder heißt: Die Bahn ist frei. Bis zu den nächsten Olympia Babra News wünschen wir Ihnen eine frohe Adventszeit. Arrivair e fin la prossima volta.